Und herzlich willkommen mit dabei Strategie Command War in Europe. Mit den Alliierten das große Gemetzel. Und wir gucken erstmal, also du könntest dich nur in den hinteren Ort absetzen, ehe der da einfach so durchläuft. Oder du hoffst, dass keiner durchläuft und du die hier einfach noch einen Moment aufhalten kannst, bevor du nach hinten gehst. Es ist ja nur die KI. Mal die Luftabwehrwaffen. Vielleicht kommt ja ein Strat vorbei und schießt auf den oder so. Dir geht's gut und du läufst einfach mal ein bisschen durchs Hinterland. Ihr verteidigt da weiter und ihr konntet sogar auf den zuhauen. Naja, ach, der war nicht unterstellt. Jetzt, die haben eh fast einen in der Gegend und dann hatten sie den einen doch nicht. Und du solltest lieber mal Ausrüstung kriegen. Könnt ihr sogar mal ein Feld nach hinten werfen. Der Zug kann jetzt, glaube ich, wirklich mal weg. Als sich da nie Felder gehen, die bei Vorne stellen, auch relativ statisch. Einen hier vorne vielleicht, die Armee kann man ja ein bisschen hin und her schieben. Nicht die ganze Zeit nur rumstehen und natürlich ist die Flak auch nicht zwangsläufig eine Fronteinheit, also habt denn hier ein bisschen Zeug, ihr kriegt hier nochmal eine Armee rein. Abzudecken und vielleicht einfach noch nur ein Korps, um noch einen Star zu haben. Meinetwegen noch eins, um das dann noch besser zuzumachen, aber das reicht dann auch erstmal. Die bei Voronezh haben nämlich hier auch noch jede Menge Probleme. Und irgendwie mit zusätzlicher Mannstärke lösen müsste. Ich gerne da rein schicken, um den auf jeden Fall einzukesseln. Der Kuh geht lieber wieder einen Schritt dahin und dann müssten wir das absichern und da oben hin irgendwie absichern. Das ist dann wieder der Punkt, wo lustig das Ganze tun würden, scheinen gelegentlich Wort- und Satzbau weg. Also irgendwie in alle Richtungen. Wie eben schon in alle Richtungen den Satz bauen, jetzt auch in alle Richtungen verteidigen. Pio-Armee. Wie kriegt ihr noch? Pio. Also falls das hier schief geht, dass vielleicht da hinten umgewerkelt wird. So, ab hier vorne ungefähr. Noch, ja gut, noch vergeht etwas mehr Zeit zwischen den Zügen. Dann mach mal Dreier Befestigung. Irgendwann im Jahr drin nur noch zwei Ecken Befestigung. Dann haben wir noch zwei Panzer, die kommen zur Panzerarmee. Und die, auch drei Panzer sogar. Vier Panzer sogar. Je länger man nachguckt, desto mehr werden es. Ja, und die haben ja im nächsten Zug das Upgrade, deswegen die da sind, sollen sich erstmal noch schön ruhig verhalten. Und natürlich den vielleicht noch kriegen. So, und dann würde ich euch gerne... Nee, der hat ja einen Gegner dran, den könnten wir da nicht upgraden. Dann bleibt lieber schön stehen und hofft, dass das alles irgendwie zusammenhält. Mal in Norwegen noch einen Lebenspunkt rein. Ihr macht nichts, damit ihr schön fit seid nächstes Mal. Wir heilen, dann könnt natürlich schon noch so gucken, ob man nicht doch leicht vorfahren kann. Oder hier auf den Reiter mal hauen, dass, wenn man später irgendwann haut, vielleicht schon näher dran steht. So, und ihr haltet irgendwie den Laden zusammen. Schöner Treffer. Könnt ihr euch mal durchtauschen, dann könnte man den anderen noch upgraden. Setz mal nach. Vielleicht hast du sehr viel Glück. Naja, war ein Versuch. So, du kriegst dann auch schon mal dein Upgrade und ihr leuchtet irgendwie noch mal ein HQ. Ah, zwei. Aber ich glaube, selbst unterstellt wird es nicht reichen.
Ihr habt ihn zumindest gut geschwächt. Ja, du kommst noch mit zurück. Und bei den Sowjets also schon mal auf jeden Fall mehr Logistik. Und noch ein Hauptquartier. Und wenn die Logistik irgendwann durch ist, kriegt man ja noch mehr Hauptquartiere darüber. Jo, dann gehen wir mal zu euch. Da ist noch ein Schiff, kanadisches Akku in dem Fall. Ja, und ihr erobert eigentlich weiter die Gegend. Mann, da steht wirklich einer drin. Der Panzer da rauszuräumen wird ein bisschen unangenehm, auch belagern. Wobei, das ist klares Gelände und da ist die Straße mit Berg. So, dass man da wenigstens schon mal vorwärts kommt. Also ich könnte es im absoluten Massenangriff vielleicht sogar versuchen und schaffen. Mir aber trotzdem jetzt schwierig. Sonst vielleicht demnächst. Partisanen gibt es hier noch nicht. Nur in den alternativen Hauptstädten. Der tatsächlichen Hauptstadt. So, dann kommt nach vorne und seht zu, dass die Hakus mitkommen. Bei denen können wir nochmal heilen. Kommst nicht ganz so weit, also du hast auf jeden Fall das Feld. Komm halt nur damit hin. Und ist noch weiter nach vorne. So, du musst auch relativ in die Nähe zum Akku, wenn du was erreichen können sollst. Ja, Flugzeuge müssten eigentlich auch noch ein gutes Stück näher ran. Mal wieder. In Reichweite von irgendwas bleiben wollt. Der ganze andere Kram ja irgendwie auch. Und das kanadische Akku muss aussteigen und die üblichen Probleme. Langsam etwas eng da drüben. Hier oben denn noch Versorgung? Ja, ich meine, dann könntet ihr nebenbei dies noch zu dem Ort da durchlaufen. Und zwar sogar schon auf die Straße. Ja, dann lauf nächstes Mal zu dem durch. Sonst noch wohin? Hoffentlich haben die da wirklich Versorgung und es war nicht irgendwie eine lustige Fehlanzeige. Du könntest auch zur Seite, hat die Armee noch Platz. Jetzt auch noch einmal zur Seite, dann hat die Armee noch Platz. So, und dann kommt schon noch mehr Verstärkung. Ob wir den Pio da jetzt wirklich noch groß brauchen, gekauft wurde, als etwas mehr Not da war. Jetzt geht es doch eigentlich nur noch nach vorne. Also du kannst so ein bisschen hinterherlaufen. Auch noch etwas näher rankommen. Aber ihr habt ein schönes Vormarschtempo. Das läuft alles. Dann haben wir hier noch neue Truppen. Nein, kein amphibischer Transport, ein normaler Transport bitte. Mehr US-Panzer. So, ein Geleitflugzeugträger. Jetzt kriegt und ein Luftschiff. Du kommst, denke ich, hier auf jeden Fall mit rüber, um da die Augen mit offen zu halten. Ach, dann noch ein US-Akku. Und noch mehr Krams für die Briten. Mal da an den Hafen. Vielleicht braucht man euch, um das da drüben mal zu klären. Da noch eine Garnison. Kommt man hier nach Kairo? Alexandria wäre vielleicht besser, weil eh keiner so schnell an Kairo rankäme. Aber sonst bleibt mal drin. So, mal wieder diesen überaus lästigen Regen. Den leichten Kreuzer, der haut in den Hafen ab. Man kennt's. Mann, du hast auch selber keinen Schaden erlitten, nachdem du schon keinen ausgeteilt hast. Weil ich kann das Kohlen ja jetzt auch vernichten. Sehr schön. Was haben wir denn hier verteilt über die Häfen noch an Zeug?
Und vielleicht kann diese Flak hier hinten doch sinnvoller sein als gedacht. Leg du mal zur Seite. Oder. Ja, irgendwie hin, der Hafen wäre doch schöner zum Beschützen. Also der wäre für den Moment soweit fertig, wobei die Briten hätten technisch gesehen bei das Langstreckenflugzeug, das man dann vielleicht noch drauf geben kann. Also dich machen wir erstmal voll. Dich machen wir voll. Der hat jetzt agiert. Dich haben wir noch. So, du kriegst noch ein paar Upgrades. Du kriegst noch. Der ist fertig. Ich meine, der kann gleich im Hafen bleiben und nächstes Mal geheilt werden. Dann, der hatte was gemacht. Mal da oben rein. Ja, gut. Oder ein Langstreckenflugzeug, da sind noch einige Schiffe und U-Boote, die überhaupt auch mal wieder Heilung brauchen. Das ist vielleicht noch ein Ticken wichtiger. Und die sind jetzt eben Regen. Da würde nicht viel bei rumkommen bei einem Angriff. Gut, dann Briten. Ja, für einen Haku wird es nicht reichen. Ein bisschen knapp ist, aber ihr könntet wirklich noch mal eins da unten gebrauchen. So, U-Boot-Jagd. Ah, wäre auch was für die Zerstörer, aber jede Stufe senkt auch schon ganz automatisch das, was von gegnerischen U-Booten runtergeschossen wird. Also haut dadurch meinetwegen doch noch einen Logistik. Amerika forscht hier schön durch. Dann doch auch die Marinewaffen noch stärker angehen. Schweren Bomber, ich meine, wenn man die schon hat, haut die auch durch. Und die Sowjets. Man überlegt, Spionage mit aufzunehmen, einfach um noch mehr sehen zu können. Aber ihr könnt auch Einheiten zurückkaufen. Oder neu kaufen. Da wird sich ja fast im nächsten Zug erlohnen, wenn das durch sein sollte. Vielleicht eine Pack zurück. Gut, und dann. Mal sehen, dass das alles irgendwie zusammenhält und mal sehen, was passiert. So. Ah, das hat man nicht so häufig, weil hier geht es irgendwie um Spanien. Ach komm, wir können mal einfach ja sagen, einfach weil man es nicht so häufig hat. Wirkungsvolle Angriffe gegen die spanische Kriegswirtschaft, das klingt irgendwie gut. Panzer 3 für die Sowjets. Ja, immerhin, Panzer 3 für die Sowjets. Die alle upgraden und wenn das Wetter mitspielt, demnächst zuhauen. Die einfach so frei in der irischen See herumfahren. Bin gespannt, wann sie sich noch den dritten kaufen.
natürlich schön, dass es Winter ist und auch Schnee und alles. Diesmal, dass auch Flugzeuge getroffen sind. Sobald das aufklart, wird es unangenehm. Jetzt einfach das Chor einkesseln, das die anderen einkesseln sollte. Nervt weiter ganz schön rum. Ah, und da auch eine Menge deutsche Panzer. Und der dritte schwere Panzer, der allerdings noch nicht so recht Upgrades hatte, ist auch da irgendwo in der Türkei. Aber die könnten ja auf Dauer noch viel mehr davon haben. Da echt eine zweite Garnier? Das ist ärgerlich, weil dann belagern die einfach das Ölfeld runter. Doppelartillerie vor Sevastopol. Mal sehen, ob sie auch einsetzen. Schon mal, na, vielleicht können die den ja kaputt schlagen. Ja, hier noch allerlei. Da kommen schon die nächsten neuen Panzer. Ein Chor und da einfach noch ein bisschen Kleinkrams. So, ja, also gut, die haben hier oben natürlich keine Versorgung, die können nicht weit. Gefahr der Einkesselung ist zwar immer akuter, aber eigentlich dürften die da noch nicht langlaufen und der es könnte, hat es nicht getan. Also spekuliere ich mal, dass sie es nochmal nicht. Oh, jetzt kommen die auch von der anderen Seite. Und hat man da Versorgung? 5, 4, 3, 2, 1 und da steht er. Wenn er keine HQ hat, dürfte er nicht rein. Können. So, du ziehst auch einfach ein paar Feinde auf dich und kannst hier weiter rumlaufen. Du gehst in den Wald da vorne, um den zu verteidigen. Warte, jetzt vielleicht die Stoßarmee, dafür brauchen wir den Pio nicht so dringend. Statt der Flak vielleicht auch lieber die Armee.
Jetzt will ich aber doch gucken, ob man mit der Armee, wenn die noch mitmacht, da vielleicht den sogar raushaut. Sehr schön. Sogar da und so ein ganz bisschen Luft gewonnen bei Moskau. Ob es noch groß was bringen wird, naja, man wird sehen. Ich hab noch den vor der Nase. Man könnte euch ja auch mal durchtauschen, dann können wir den nochmal upgraden. Geht ja auch nochmal ein kleines Stück ran, dass du die weiter vorne schützt. Und hier gerade mal ein paar Meter Land zurückkriegen. Na gut, wo baust du jetzt? Da ist halt ein Gegner dran. Aber du könntest natürlich hinter Wladimir auch schon mal Positionen anlegen. Sobald man sie dann braucht, würde man wahrscheinlich sehr glücklich sein, sie im Zweifel zu haben. Ich denen aber auch schon direkt das Kur geben und der Rest muss halt irgendwie so zusammenhalten. So, die stehen sowieso seit einer ganzen Weile ein bisschen komisch, aber es hat sich bewährt. Und du hast jetzt noch aus der anderen Ecke Versorgung, könntest jetzt nochmal so rum ein Kessel und du könntest da mit hin, um das etwas dichter zu machen und dann kesselt ihr euch da alle gegenseitig. Wir schauen einfach, welche Seite am Ende am erfolgreichsten im Kesseln war. Wobei eigentlich wäre es nett, wenn du dahin gehst, dann haben wir eine Kette. Natürlich hier jetzt so ein bisschen immer daran, die haben ja eh, also gut, ihr könnt jetzt die Flak hauen, aber ihr könnt das halten. Und immer noch darum, aber da ist ein Wald im Weg. Sehen, ob ihr die da jetzt festgesetzt kriegt. So, dann geht's für die Panzer. Einmal hier bitte Upgrades. Eins, das wäre natürlich auch was für den Zug. Frage, da hättest du noch ein 1-1. Und sonst hau drauf. Na gut, 1-0 ist nochmal gut gegangen. Du hast noch ein bisschen. Kannst auch fast da stehen bleiben. Ich meine, du bist im Ort und der Angreifer nicht stark. Du hast Erfahrung. Ich riskiere es mal, den stehen zu lassen. So, du hast da auch nicht mehr die Versorgung, sonst kommen wir wieder zurück. Auch nur ein 1-1. Muss nicht sein. Ihr verteidigt das einfach weiter und ihr guckt mal, ob ihr den Panzer da rauskriegt. Sehr schön. Ohne eigenen Verlust sogar gut gemacht. Gut, du, obwohl du kannst auch einen Panzer hauen. Du schaufelst da, wenn es eng wird. Ihr passt da auf. Tja, und jetzt haben wir 1, 2, schon mal wieder 3, 5 Panzer vor der Nase. Wie schön. Und ich dachte, die Anzeige hätte gesagt, dass... Achso, nur noch für den. Der kommt jetzt auch nicht weiter als die. Also holt euch einfach den Ort und ihr verteidigt euch da auf dem Berg. Das wird schon schief gehen. So, dann müssen wir da rein und uns gegenüber der ganzen Panzer da abschirmen und mal unsere eigene Versorgung hier nach vorne kriegen. Einmal will ich die Artillerie hier haben. Wenn wir den Ort möglichst einfach, schnell und kompliziert erobert kriegen, wird es einfacher, nur kriegen wir ihn nicht so recht einfach, leicht und unkompliziert erobert. Beim Strat. Naja, es regnet gerade eh, aber wenn der Anker platt schießt. Und dann hätten die hier vorne alle schon wieder Versorgungsprobleme. Ja, Probleme. Also es ging ihnen auf jeden Fall schlechter. Akku ist ja auch leider direkt nebenan. Das heißt, es wird noch nicht den großen Unterschied machen. Und dann in nächster Zeit weiter drauf hält, falls der die Reichweite hat. Und da hoffen wir es einfach mal.
So, dann ist hier natürlich alles so wahnsinnig bergig und so wahnsinnig unangenehm, Panzerdarren zu bekämpfen. Und ich würde sagen, obwohl du könntest glatt auf das Jagdflugzeug, weil das hier wieder klares Gebiet ist. Und warum hast du keine 8? Ach nein, 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 nein. Mein Fehler. Ich habe den Kanadier reingebracht. Jetzt haben wir 5 Hakus. Das ist eine ungerade Zahl. Und Doppel-Hakus mit ungeraden Zahlen ist einfach nur Wahnsinn. Und ich brauche mir nicht mal so dringend zum Kommandieren. Wenn du vielleicht hier hinten wartest, hast du im Zweifel über den Hafen auch eine 5, also eine 8 aus eigener Kraft, dass du irgendwie einen Doppel supporten kannst. So, und wenn der nach vorne geht, irgendwo da hin, dann müsste es ja passen, dass der wahnsinnig in die Tiefe vorstoßen kann. Der Flieger steht natürlich trotzdem auf einem Berg, der sehr viel Panzerverteidigung bringt. Aber ich vermute trotzdem ins ganz Lose, dass wir ein bisschen auf den hauen können. Tja, und die anderen suchen sich einfach mal in den Ort rein zu wühlen. Was aber anscheinend doch noch einiges komplizierter wird, als ich es mir jetzt erhofft hatte. Du stehst da vielleicht besser nicht an der Front rum. Nehmen wir an, der Ort steht auch auf einem Berg. Ja. Er hat dann in gewisser Weise die Probleme, die man so hat. Ja, Spaß, da ein bisschen lang wühlen, dann kann die Arti da nämlich parken, dann kann das Haku da schon mal hin. Nee, der kriegt kein Doppel-Haku. Und jetzt zu weit weg. Jetzt läuft er doch über die Straße. Oder hier durchs offene Gelände. 6, 5, 4, 3, 2. Er wäre nicht zu weit weg. Wir müssen nur die Position anpassen. Nebenbei, wer stellt sich da dem Panzer entgegen? Gerne die Armeen dahin. Du. Sonst. Oder nur noch einen nach hinten, damit der weiter nach vorne kann. Könntest aus Platzgründen auch noch leicht zur Seite weichen. Zum Beispiel den Panzer weiter vorne haben will. Also wenn du da im Berg parkst nach Gewaltfahrt, ist auch nicht ganz optimal. Flugzeuge, ist ja noch nicht so recht gebraucht wurden. Ich wette, das ist noch ein Jagdflugzeug. Aber ist es tatsächlich nicht. Hast du sehr schön noch einen Schaden ausgeteilt. Welche Orte brauchen wir jetzt? Aleppo und Gaziantep. Da müssen die anderen beiden Hakus rein. Irgendwie mal dahin geht. Dahin, jetzt müsstest du eine 8 haben. Genau, jetzt kommt auch wieder was nach vorne. Könnte vielleicht heikel sein, sich dahin zu stellen, aber fahr da mal hin. Und euch darum, du kannst auch erstmal noch deine Upgrades kriegen. Und da sammelt sich auch noch so Zeug an. Okay. Und bis wohin reicht es hier unten? Soll sogar noch reichen. Ich meine, dann kannst du da weitermachen und dem mal die Eisenbahn wegnehmen. Was auch ganz nett ist. Und vielleicht schafft ihr es nächstes Mal Ankara noch platter zu schießen. Dann hätten die auch alle nicht mehr so viel Versorgung. Gut. Ach, wenn Landung erlaubt wäre, man könnte einfach mal eben ran und sich das alles holen. Aber sind ja vom Szenario her mal explizit verboten. Wie geht's hier drüben hin? Es regnet nicht. Sie haben zwei feindliche Zerstörer. So, ihr macht nicht viel im Kampf, aber ihr könnt ja mal eben gucken, ob hier noch mehr los ist. Da entlang zumindest ruhig. Na komm, der steht gerade im Hafen, um geheilt zu werden, aber vielleicht brauchen wir die Feuerkraft von dem. Und ganz kurz muss der Hafen eh frei sein, damit die Verstärkung rüberkommen kann. Nehmen
mal eben hier drüben, also mal eben, wird schon noch ein Momentchen dauern, aber hätten hier endlich keinen Hafen mehr. Man könnte natürlich auch mit der Garnison den Platt belagern, aber die kann ja nicht kämpfen und dann dauert das alles nochmal sehr, sehr lange. Ach, genau, Langstrecke hatten die Briten eh noch nicht fertig. Ich sonst einfach so nochmal eben nutzen und den abzuschießen. Haben ja hier noch einen für genau diesen Fall, dass der einfach an den Hafen abhaut. So, ein Schaden, aber das kannst du schon noch heilen. Braucht denn noch, du bräuchtest noch dringend einen Hafen und ach, ihr kriegt natürlich auch die U-Jagd 4 inzwischen. Aber nicht britisches Sakku natürlich. Gerne auch ein gebrauchbares, dann ist das Geld weg. Aber der sich hier noch um Flieger und alles kümmern kann. Du musst deine Flugzeuge mal hochziehen. Du bist noch ziemlich Schrott. Dafür könnte der mal rankommen. Das U-Boot ist auch Schrott. Du könntest fast riskieren, nach London zu fahren. Du schaffst es sogar sehr schön. Du kriegst Sachen. Du kriegst noch Zeug drauf. Für dich ist leider kein Geld übrig. Ja, die ganzen Zerstörer brauchen jetzt natürlich auch Häfen. Da passt doch ein U-Boot. Upgrade drauf. Ja, die Zerstörer für Stufe 4. Aber das läuft schon. So, du kannst dich mal weiter hier umgucken. Ist sogar wirklich da. Und dann hatten wir noch einen neuen Marinebomber. Ich nehme an, dass die auf Dauer eher wieder auf sich um die Linie da kümmern werden. Und dann gehe auch mal... Na gut, da oben hin. Wenn man das Akku da irgendwo platziert, hätte man von hier ja schon noch Sorgen. Oder man geht dahin, weil es hier nur noch etwas näher ist. Wenn man von da auch im Zweifel da unten besser rankäme, wäre da ja schicke Zahlen haben. Ich meine, dann kannst du da ja demnächst rüberfliegen und sonst hier erstmal anfangen. Und Armee, geh auch erstmal in einen Hafen. Oh, geh mal zum Träger, um den eher zu schützen. Wird da noch ein Geleitflugzeugträger, aber erstmal das US-AQ. Kriegen wir den jetzt zu den Zerstörern? Du kannst ja auch außen rumfahren. Also erst ins Rote Meer und dann vom Roten Meer zurück in die Nordsee. Noch ein Panzer und noch ein Luftschiff. Sehr schön. USA, wobei es war eigentlich nichts fertig geworden. Den Rest wird man jetzt eigentlich auch nur noch einfach so forschen. Sonst könnt ihr euch ja die Armee auch schon mal zurückholen. Und noch ein Chor einfach so. Doch noch eine Flak. Vielleicht mit Mobilität, richtiger Luxus. So, die Sowjets. Ach ja, jetzt habe ich natürlich selbst übersehen. Wir können ja einfach weitere Akkus kaufen. Das ist so ungewöhnlich, ohne Produktionszimmer zu spielen. Da mit Logistik werden die dann günstiger, weil man die ja wieder drin hat sozusagen. Aber wir können ja einfach ein neues kaufen noch. Problem gelöst. Dann kriegt ihr noch eins und ihr noch eins. Ihr wahrscheinlich keins und das müssen die irgendwann wahrscheinlich, falls es gelingt, Ankara zu erobern, dass irgendeine Truppe nochmal nach Osten rüber und sich dazu rumholen. So gut, dann habt ihr noch ein ganz bisschen Geld übrig. Und dann würde ich sagen, naja, den gab es noch. Eins muss jetzt nicht sein. Mal fit werden. Ja, würde ich aber sagen, können wir den Zug beenden. Fertig, sehr schön. Auch. Langstrecke 3, Produktion, Marinewaffen. Ah, Mobilität. Sehr gut, wenn die Panzer das haben. Wenn sie Gas geben und da wird die Logistik doch auch schon voll. Produktion, das war doch schon mal ein schönerer Zug, außer dass das Wetter jetzt leider ziemlich aufklart.
Gut, aber wenn das Wetter gut bleibt, dann können ja auch die ganzen Panzer nach vorne. Sowjetischen und das eigentlich 10? 9? Irgendwie sowas. Immerhin, sie hören auf, das Öl zu belagern, das ist gut. Autsch. Hallo. Die Kessel wohl nicht und ja, sie hat eine Artillerie, die nach vorne Schmidt gebracht, die sogar genügend Schuss hatte. Rechnet auch mit sowas. Und der Winter ist natürlich vorbei. Angriffe auf sich, aber solange die da nicht Moskau dafür angreifen, wer weiß. Vielleicht kriegt's noch einen Zug. Ja, die stehen immerhin auf einem Berg. Haben die den Panzer noch halbwegs widerstehen können? Autsch. Aber jetzt können wir auf den zumindest zurückhauen. Während die anderen Panzer sich da irgendwie um die Chor an der Seite kümmern, das ist schon in Ordnung. Und sie stellen uns einen demoralisierten Tiger hin, damit wir den da auch noch abschießen dürfen. Das ist sehr freundlich. Moskau scheint echt noch zu halten und ich bin froh, dass wir zumindest das eine Feld nördlich der Stadt auch erstmal zurückerobern konnten. Ja, da von Norden kam einer. Wollte doch irgendwo ein Haku sein. Und oder er stand noch auf dem Feld, wo es die Einerversorgung gab. Ich hoffe, er konnte von daher so gerade den Orten nicht erreichen. Was macht eigentlich der Marinebomber hier? Oder jetzt schon hin und wieder mal da zu sehen bei Moskau. Und jetzt noch die ganzen Nachschubmangel, sehr schön.
Ja, Voronesch gefallen. Aber Moskau hält noch. Außerdem können wir da noch das zweite polnische Korps aufstellen. Können wir machen. Haben wir direkt einen zweiten, der mal damit anpacken kann. Ja, und unsere Panzer können wir sehen, was sie hier erreichen. Gut, der ist doch motiviert. Hat eine Akku und alles, aber mit der Masse sollten wir den ja schon erwischen können. Dann da einfach durchbrechen, wenn es halbwegs nach Plan läuft. Ja, und dann würde ich an dieser Stelle auch erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.